Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 22.5. Die nächste Woche bricht an und wie soll ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Denn ich habe jetzt schon seit, seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wo wir stehen geblieben sind. Ob wir da vielleicht noch irgendwo was machen können. Schauen wir mal, der da hinten wollte noch was von uns. Schließen Sie den Auftrag ab. Jede sammeln Sie Rettungsboot mit Ihrem Fahrzeug. Okay. Das Fahrzeug befindet sich hier. Dann machen wir das doch noch kurz. Die Zeit haben wir. Wir sind 40.000 plus. Das passt erstmal. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Und unser Schiffchen kommt so langsam angeschippert. Jawohl, das haben wir doch erst das hier hin. Das liegt am ersten. Das sind wirklich Rettungsboote, unglaublich. So, wo soll ich das jetzt hinbringen? Das ist Arktislager. Arktislager, tatsächlich. Hätte nicht gedacht, dass es so heißt. Abgabe erfolgt und damit haben wir Teil 1 von 8 von Projekt Murphy abgeschlossen. Dachte ich wirklich. Sie sind da, gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie bauen und unterhalten Sie Gemeindezentrum im Arkia-Scholl. Ja, müssen wir aber noch eins bauen. Moment, das war die falsche Taste. Wo denn hin? Hier ist es wahrscheinlich ganz wichtig. Können wir auch gleich noch ein paar Häuser bauen. So, schauen wir mal. Hier bauen wir einfach eine Straße rum. Und dann müssen wir noch hier die Straße als Verbindungsstraße bauen. Sonst bringt uns das hier. Ja, das ist eigentlich relativ sinnlos, was wir da gemacht haben. Das wäre vielleicht ganz schlau, wenn wir es hier hinbauen. Zeige ich euch jetzt schon mal. Und dann schauen wir mal weiter, wie viele Häuser wir noch bauen können. Da geht einiges hin hier. So, und hier müssen wir jetzt strategisch vorgehen. Machen wir das doch gleich so hier hin. Oder was vielleicht sogar noch schlauer wäre. Vielleicht das noch ein bisschen versetzt zu machen. Denn dann gehen hier theoretisch noch Wohnhäuser hin. Jawohl. Hier bauen wir jetzt einfach mal vor. Und dann bauen wir hier auch Häuser dann. Ja, so müssen wir jetzt weiter vorgehen. Fast soweit.
Und so scheint, dass wir hier wieder auf den Nullstand kommen. Minus 6 an Konserven. Minus 4. Minus 2. 0. Fische minus 6. Ich weiß nicht, bauen wir auf der Insel noch irgendwo Fische ab, da wo noch was hingeht. Sieht wohl schlecht aus. Fischerei, doch hier. Jawohl. Und dann haben wir das erstmal. So. 12 Minuten müssen wir hier warten. Das können wir leider nicht abwarten. Das dauert zu lange. Upgraden können wir anscheinend leider auch nicht. Denn es fehlt was. Nämlich die Vitamin-Drinks. Sind hier eindeutig zu wenig. Und dann schauen wir doch mal rüber. Auf See muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Oh, plus 15. Hafen nicht ein paar können wir ändern. Sie werden gut bezahlt. Objektprofil wird aktualisiert. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Zeit haben. Ich warte hier. Da können wir jetzt Powers upgraden. Baut doch da einfach ein bisschen. So, zufrieden alle. Meckern immer rum, dass sie kein Gemeindezentrum haben, dabei steht eins vor dem Haus. So, das war es erstmal wieder mit dem Upgraden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Vitaminerungs wieder ausgehen. Jetzt wird, wenn wir hier wieder hinten nach sein, ja, Fischerei minus 3, da müssen wir wieder Konserven hinbauen. Minus 1 und plus 1. Fische wieder minus 2. Das hier ist voll. Da baut man auch was ab. Ne, müssen wir rübergehen. Zur neuen Insel hier. Jawohl, plus 2. Und es geht weiter mit... Minus 6 an Stimulantien. Wie sehen denn Stimulantien nochmal aus? Das sind diese Gebäude, die glaube ich stehen hier irgendwo. Jawohl. Minus 5, minus 4. Minus 6, okay. Das geht nach hinten los. Müssen wir hier mehr Korallen abbauen. Minus 3. 2 minus 1 und dann kommt theoretisch 0. Jetzt müssen wir mal schauen, da wird auch schon alles gebaut mit Korallen. Nein, müssen wir wohl doch hierher gehen. Null. Passt soweit. Und dann kommen die Teile hier. Da brauchen wir aber, müssen wir Diamanten abbauen und die können wir noch nicht abbauen. Der braucht nämlich Qubit-Prozessoren und Superkühler. Die Qubit-Prozessoren kann man nur mit Diamanten herbauen, zusammenbauen und die haben wir eben nicht. Das heißt, hier sind wir erstmal fertig. Wir gehen wieder hoch. Schauen wir lieber. Zur Wirtischen Bucht. Du bist ganz allein nach oben gekommen, was? Schau mal in meinem Hafen vorbei. Ja, hier brauchen wir Qubit-Prozessoren, wie ich das so sehe. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Qubit-Prozessoren in Wirtische Bucht. Können wir leider nicht schaffen, weil wir eben diese Diamanten noch nicht haben. Ja, dafür können wir hier bestimmt auch was machen. Zum Beispiel die Produktionsfläche wieder auf Null halten. Das machen wir gerade. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Sieht ganz gut aus eigentlich.
zeigen, unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, das ist schon klar. Ich glaube. Dieser Sektor hier wird noch komplett zusammengebaut. Mit Häusern. Das ist nicht so schlau. Mal schauen, ob man da noch eine Straße wegmachen kann. Ja, kann man sogar. Dann könnte man da theoretisch noch kleine Häuser hinbauen. Wenn dann aber nur noch eins und das geht dann hier hin. So. Altes Muster wieder anordnen. Das sind so die perfekten Lückenfüller. Bis auf das Gebäude, das können wir hier nicht gebrauchen. Schauen wir mal, wo wir das dann hinbauen. Geld und so haben wir zumindest genug, das jetzt hier alles hinzubauen. Und es wird die Zeit kommen, da werden die Gebäude wieder ausgehen. Genauso, was wir hier noch machen müssen. Die sind hier was zu groß. Zu groß. So, alles wurde in deine Datenbank hochgeladen. Hoffentlich stört es dich, dass ich eine Sicherheitskopie gemacht habe. Nur für den Fall. Sie wird eines Tages eine Gegenleistung für ihre Dienste erwarten. Aber was zählt ist, dass sie Drake einen harten Schlag verpasst haben. Er wird sich bald davon erholen, aber im Augenblick sind wir im Vorteil. So. Und das müssen wir ausnutzen. Das Fehlen von erneuerbaren Energiequellen ist die größte Schwäche der Erde. Besonders in konfliktreichen Zeiten wie diesen. Aber sie halten wir brauchen eine Straße. Das Mondlizenzierungsprogramm ist so gut wie abgeschlossen. Hier hochbauen. Und dann werden wir das ausfüllen. Passt, passt. Jawohl. Riesensiedlung, die ich jetzt hier schon wieder hinpflanze. Das wird eine schöne. Sag mal, das wird eine schöne Siedlung. Wollte ich sagen. Jawohl. Jetzt fehlen nur noch die Straßen, die bauen wir jetzt auch noch hin. Dann hoffe ich mal, haben alle irgendwelche Straßen. Jawohl. Stimmt auch soweit. Und dann fehlen hier oben schon wieder die
extra Gebäude. Und was mir auffällt, der Bahnhof fehlt da auch noch. Wenn wir gleich hier hinbauen. Produktion im Energie minus. Das müssen wir direkt ändern. Machen dann gleich weiter. Hier kommt wieder das hier hin. Dann kommt auch gleich das hier mit hin. Und weil wir es ja können, kommt gleich das hier. Transferroute ineffizient. Ursache? Ja, ist schon gut. Ja, ja. Ich weiß, unser Energielevel ist schon wieder erschöpft. Oh, was ist denn das hier? Firmenhauptquartier? Geil. Kannte ich noch gar nicht. Warnung. Energieknappheit. Ja, Logistik bleibt erstmal noch im Plus. Nicht mehr lange wahrscheinlich. Part ist eigentlich schon zu Ende, aber das machen wir jetzt auch noch kurz hier fertig. Das passt erstmal wieder. Hier beschweren sich schon wieder welche, dass sie kein Dings haben. Das scheint auch wirklich zu wenig zu sein. Ja, jetzt machen wir mal. Wir müssen jetzt hinbauen. So, das muss jetzt erstmal Infozentrum genug sein. Und wir graden ab. Transferroute, Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. So, ja, die Biopolymere sind wieder leer. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, ja. Die Stadt wird immer bigger and bigger and bigger und ja, bis sie irgendwann aus den Nähten platzt. Ja, wir bauen hier weiter und das nächste Mal sehen wir uns wieder. Dann steigert sich, oh, schaut hier, aber das steigt hier riesig. 75.000 plus sind wir schon und das steigt und das steigt und das steigt und im nächsten Part sind wir dann bestimmt schon bei 80.000. Also schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Ich sag danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ciao. Ihr globaler Marktwert ist gestiegen.